Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cube Universe. Ich dachte mir mal, machst du mal wieder ein neues Video? Jetzt, nachdem so neue Features hinzugekommen sind und so, nach 10 Monaten, ist einiges dazu gekommen. Und wir können hier schon mal einen Spielstand auswählen. Und ja, einen Charakter erstellen. Die Charaktererstellung sieht es auch anders aus. Allerdings gibt es immer noch die gleichen Völker, leider nur. Oder Spezies. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal hier einen Krainos und nennen dich, keine Ahnung, Antar. Nennen wir dich Antar oder so. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet. So, mal jetzt der erste beste Name, der mir einfällt. Ich lese jetzt nicht nochmal die Beschreibung vor, sind die gleichen wie beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, ob die Floraner dazugekommen sind hier. Ich glaube, die sind dazugekommen hier. Floraner lieben alles, das wächst, bla bla bla. Und Sonnenschein, ja, sind halt Pflanzenwesen. So. Wollen wir mal die Welt betreten und wie ihr seht, auch der Ladebildschirm hat sich geändert. Was sich auch geändert hat, ist, dass ich jetzt in 4K 60 FPS aufnehme. Außer natürlich, es bricht auf 30 FPS ein. Ne, was ist denn das jetzt hier? Okay, es schwankt sehr stark. Aber das ist auch die Aufnahme, also jetzt sind es 50 immerhin. So, und es gibt jetzt Quests generell und jetzt auch Tutorial-Quests. Hallo Antar, mein Name ist Aquiari, ich bin von den Vereinten Planeten... Und für euer Training zuständig. Es scheint, ihr seid nicht vorbereitet auf die Gefahren, die im Universum lauern. Gefahren? Nun, da draußen gibt es Kreaturen fern jeglicher Vorstellungskraft. Einige von ihnen sind freundlich, aber andere feindlich. Und ihr habt nicht einmal eine Waffe, um euch zu verteidigen. Welche Waffen kann ich denn nutzen? Ihr könnt viele verschiedene Waffen wählen, ihr könnt sie alle benutzen, aber ihr könnt nur wenige meistern, da ihr den Umgang mit den anderen verlernen werdet. Selbst unsere größten Krieger können nur zwei verschiedene Waffen im Kampf nutzen. Wie dem auch sei, ihr solltet mit einer Waffe starten, um die Grundlagen des Kämpfens zu lernen. Erzählt mir mehr Feuerstäbe oder Schwerter. Ja, viel mehr gibt leider nur die zwei bisher, aber das kommt noch mehr, hoffentlich. ja, Feuerstäbe sind mächtige Waffen, die Feuerbälle beschwören, mit denen ihr eure Feinde besiegen könnt. Ihr könnt sie außerdem entzünden, um großen Schaden zu, also die Feinde, um großen Schaden zu verursachen. Und das ist nur der Anfang, aber ihr werdet die fortgeschritteneren Zauber später lernen. Im Moment wäre ich nicht überrascht, wenn ihr euch aus Versehen selbst im Rand setzen würdet. Okay, was haben wir noch? Schwerter. Der Schwertkampf ist eine uralte Kampfkunst. Ihr schlagt mit dem Schwert zu und werdet dabei immer wütender, bis ihr mit mächtigen Schlägen eure Wut herauslasst. Wenn ihr das Kämpfen mit eurem Schwert übt, werdet ihr noch mächtigere Angriffe lernen, die es euch sogar erlauben, mehrere Ziele in der Nähe zu treffen. Aber seid vorsichtig, dass ihr euch nicht schneidet, denn es ist nicht alles nur eine Fleischwunde. Voll die Anspielung auf Ritter der Kokosnuss. Wir nehmen mal so einen Feuerstab des Lehrlings, ja. Ein Stab, der von Lehrlingen benutzt wird, um ihre magischen Fähigkeiten zu trainieren. Auf ihm klebt ein Warnhinweis. Warnung, Flammen sind heiß. Vermutlich von der Vereinigten Stabagentur hergestellt. Oh Gott, der ist so flach einfach. Oh Mann, ey. Okay, jetzt, da ihr eine Waffe habt, ist es an der Zeit, den Planeten unter euch zu erkunden. Wir haben gerade erst unseren automatischen Abenteurerführer fertiggestellt, der euch alles beibringen wird, was ihr wissen müsst. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen und viel Glück auf euren Abenteuern. Okay, dies ist der automatische Abenteurerführer. Eure erste Aufgabe ist es, zum Planeten zu fliegen. Und nun ab in euer Shuttle. Wir sprechen uns wieder, wenn ihr angekommen seid. Ja, also ein Shuttle ist noch nicht implementiert. Ist natürlich total toll, kommt noch später irgendwann. Wir nehmen mal die Quest einfach an. So, und es gibt Tipps. Vielen Dank, dass ich Cube Universe spiele, dieses Tutorial, bla bla bla. Ja, ich kann mit WASD, kann ich mich bewegen. Leertaste kann ich springen, mit Umschalten sprinten und mit C kann ich schleichen. Ja, schleichen ist nun aktiv. Dann bin ich ja total langsam. Ist aber gut, weil dann kann ich nicht runterfallen, was sich auch geändert hat, ich kann das Schiff nicht abbauen. Und generell sieht das Schiff jetzt anders aus. Letztes Mal war es noch aus Holz. Weil ich kein besseres Material hatte. Inzwischen habe ich so Aluminium-Plates gefunden. Was ist das? Aluminium-Platten heißt es auf Deutsch. Okay. Und Außenhülle ist aus Titanium oder sowas. Das kann man gar nicht... Ach, hier ist jetzt auch so ein Dings. Diese Antriebe, aber die müssen noch ein bisschen überarbeitet werden. Ja. Und hier ist so ein Schiffscomputer, dem ich noch nicht wirklich interagieren kann. Also, nicht wirklich heißt, ich kann damit nicht interagieren. Steht da einfach nur rum. Aber kommt noch was. Ist denn so, da kannst du dann später draufklicken und dann kommst du halt in die Third Person zum Beispiel. Und dann kannst du halt das Schiff steuern. Aber das dauert halt noch. Na. Ah ja, was ich vielleicht sagen sollte, ich entwickle das selber. Von daher, na, wenn hier irgendwas
nicht funktioniert, na, könnt ihr euch bei mir beschweren? Und naja, es ist halt, na, nicht objektiv, wollte ich nur mal sagen. Also es kann unter Umständen, ich weiß nicht, ob das Werbung ist. Ich glaube, man kann es als Werbung ansehen, man kann es auch nicht, also keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist es Werbung. Egal, wir müssen uns auf dem Planeten, ach, hier ist noch mein Tutorial, warte. Ja, ich kann chatten, das ist sehr schön. Wenn ich hier slash help eingebe, dann kommt Hilfe. Hier, slash who, ach, das gibt's auch, stimmt. Slash who, dann kommt das hier. Kann man auch schließen, indem man wieder O drückt. Stimmt, da fehlt noch irgendwie so ein Ding zum Schließen. Na, hier oben so ein Kreuz. Aber naja. So, ist das hier? Spieler in Gruppe einladen, genau. Flüstern, Gruppenchat, lokaler Chat. Ach, der ist schon implementiert. Warum steht da nicht implementiert? Hier, slash 1, hi. Funktioniert. Okay. Ach ja, hier, Inventar. Inventar? Komische Ausspreche. Alter, was ist los? Komische Aussprache. Inventar. So, ich bin großen Beulrucksack. Hier ist ein Materienmanipulator. Das ist auch neu, glaube ich. Ich weiß nicht, was sich alles geändert hat in den 10 Monaten. Das war auf jeden Fall einiges. Eine Erfindung, die Welt verändert. Also buchstäblich. Der ist auch einfach so schlecht. Oh Gott, ey. So. Ja, was gibt's hier noch? Ach so. Hä? Sollte nicht ein Tipp kommen? Ah ja, Inventarfenster. Da ist der Tipp, genau. Hatte ich den übersprungen aus Versehen? Das kann sein. Ja. Okay. Das ist der Tipp fürs Inventarfenster. Oh, ich habe sogar hier, der ist sogar verstärkt. Also die Items können verstärkt werden, wie man sieht. Der ist jetzt verstärkt plus 1. Jetzt eine höhere Gegenstandsstufe und mehr Intelligenz und Ausdauer. Wenn ich den jetzt anlege, seht ihr auch, meine Ausdauer geht hoch, also mein Leben. So, jetzt können wir das wieder schließen und können uns mal runterbeamen. Was haben wir denn hier? Okay, der Planet sieht interessant aus. Hier sind Berge. Sind auch Berge. Da ist auch noch ein Berg. Gehen wir mal hier hin. Es war Nacht, aber egal. So. Gehen wir mal dorthin, schauen uns mal das Ganze bei Nacht an. So. Mal sehen, wie schnell das jetzt lädt, während ich hier aufnehme. Das ist nämlich auch immer so. Aber es geht eigentlich, sollte eigentlich schnell gehen. Ich habe hier auch F3, das zeigt mir auch so ein bisschen was an. Overall, 100% Auslastung ist schon mal gut. Ja, lädt schneller. Ja. Also 60 FPS aufnehmen ist hoch, nicht so einfach. Läuft aber erstaunlich flüssig. Also ich würde jetzt noch von der zweiten Grafikkarte profitieren. Also es läuft, du hast irgendwie so 10 bis 20 FPS weniger, wenn du aufnimmst. Sagen wir es mal so. Na, hier sind Schneewölfe. Ich kann die Quest abschließen. Ja, steht auch. Punkt, wechselt den Mauszeigermodus. Einige Quests können über euren Kommunikator angenommen oder abgeben werden. Klickt auf eine dieser Quests in der Questliste, da. Ja. Okay. Seid ihr auf dem Planeten angekommen? Weiter. Gut gemacht. Lasst uns mit eurer nächsten Aufgabe fortfahren. Also, steht das nächstes an? Oh, genau. Herstellung. Steht einfach an der Taschenlampe her. Und wie mache ich das? Okay, es ist ziemlich einfach. Ihr müsst einfach nur P-Standard drücken, um das Herstellungsfenster zu öffnen und dann die Taschenlampe Irgendwie ist der Kommunikator kaputt. Keine Materialien dafür. Der Abenteurerführer ist kaputt, nicht der Kommunikator. Abenteurerführer antwortet nicht auf eure Frage. Er scheint nicht korrekt zu funktionieren. Vielleicht wäre eine Höhle ein guter Ort, um nach Rohstoffen zu suchen. Hier, guck mal, da kann ich so eine einfache Taschenlampe. Achso, die bekomme ich, wenn ich die abgebe. Also quasi 1 zu 1 Tausch. Wow. Egal. So. Okay. NSCs, also Nichtspielercharaktere, mit einem blauen Würfel über sich sind Questgeber. Jetzt die Frage, ist hier irgendwo ein Questgeber? Wo bin ich denn? Ich bin gerade auf dem Berg. Hier auf dem Berg sind keine. Spoiler Alert. Das weiß ich. Achso, ich habe eine Taschenlampe übrigens. Aber die ist noch nicht sehr stark. Da muss ich noch eine bessere herstellen. Also die hier, warte, steht hier irgendwo. Ach ja, ersetzt die nicht sehr helle Taschenlampe eures Materienmanipulators. Ja. Also das ist die Taschenlampe in meinem Materienmanipulator quasi. So von der Lore her. Ich kann die aber auch einsetzen, wenn ich den nicht angelegt habe. Also eigentlich ist das dämlich, aber gut. So, wo war ich denn jetzt? Ich wollte hier in den Wald gehen und eine Quest machen. Und ich müsste diese Wölfe hier mal töten, damit ich... Wolf kommt zu mir. Ah, dann kommt ja wirklich zu mir. Scheiße. So, diesen Wolf mal töten, damit ich hier
ja, Essen bekomme. Ach, guck mal. Ah, ich habe schon rohes Fleisch, sehr gut. So, jetzt kann ich nämlich gra. Ach, da, ich brauch's mal Holz. Ah, da ist eine Quest. So. Führt uns natürlich hier, müssen wir direkt durch den Baum laufen. Nee, warte, ich baue den mal ab. So. So, jetzt habe ich 11 Holz. Das sollte eigentlich reichen, wenn ich jetzt. Warte mal. Zweimal. So. Und dann kann ich nämlich. Ah, nee, kann ich noch gar nicht. Muss das mal skillen. Da einfach mal alle her. So. Okay, jetzt kann ich nämlich eine Werkbank herstellen. Und dann kann ich. Warte mal ganz kurz. Ein Lagerfeuer noch nicht herstellen, weil mir fehlt noch Bruchstein und Baumstämme. Okay. Aber zum Glück sind Baumstämme. Ach ja, das, die spawnt noch nicht. Das muss ich auch noch einbauen. Baumstämme sind zum Glück hier in der Nähe. Rugierholz. Rugier? Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ich glaube, da habe ich einfach nur auf die Tasten gehauen und geguckt, was für ein Name rauskommt. Dann ist halt Rugea rausgekommen. Na, und seit immer weiß, sieht es aus wie die Tannen aus einem Minecraft-Texture Pack. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. ja. So, Lagerfeuer. Was haben wir? Ach, Bruchstein. Genau. Bruchstein finden wir in einer Höhle. Wir müssen sowieso eine Höhle. Oh, Alter, wo kommen die ganzen Wölfe auf einmal her? Hilfe. Es wird gleich Tag, hoffentlich wird es gleich Tag. Ich möchte was sehen. Na komm. So. Okay. Na komm. Stirb, du Wolf. Stirb. Oh, es wird wirklich Tag. Ich habe immer noch 46 FPS. Das ist sehr gut. Mann, meine gute Fähigkeit hat Cooldown. Achso, ich habe jetzt zwei Fähigkeiten, ne? Hier entzünden, Feuerball. Wenn man die J drückt, sieht man die auch. Achso, und mit Stufe 5, oder Waffenlevel 5, bekomme ich noch verdammte Explosion dazu. Also Feuerball, er schafft einen Feuerball, der Schaden verursacht, dass sie verbrennt und durch 50% des verursachten Schadens über 8 Sekunden zugefügt werden. Entzündet das Ziel und verursacht so 200% des verbleibenden Schadens des auf dem Ziel vorhandenen Brenneffekts und zusätzlich, ja, Feuerschaden. Flammen verteilen sich um das Ziel herum, hier flammende Explosionen und fügen allen Feinden im Umkreis von 10 Metern 100% des verbleibenden Schadens des auf dem Ziel vorhandenen Brenneffekts zu. Also es basiert quasi alles so auf diesem Brenneffekt. Warte, das war J, mit dem ich das öffne. So. Wir haben hier eine Quest. Da war da noch eine. Hier war auch noch eine Quest, genau. Und die FPS sind ein bisschen niedrig wegen Schatten, aber okay. Und wegen Aufnahme. Habe ich eigentlich für eine Sichtweite eingestellt? Ich glaube, ach, Mittel habe ich eingestellt. Ich kann ihn mal auf hochstellen. So, das wird lustig. Dann habe ich noch weniger FPS. Vor allem, wenn ich aufnehme. So, ja. Okay, jetzt lädt er auch noch. Dann ist es nochmal niedriger. So, hier ist jetzt ein Questgeber, der eine tolle Textur hat. Ja, da muss nochmal jemand dran arbeiten. Ich kann es ja selber nicht machen. Ich warte auf meinen Grafikdesigner, der mir da hilft. Wappnet euch! Hey, wir können ja ein wenig Hilfe gebrauchen. Was ist das Problem? Wie ihr sehen könnt, naht der Winter. Wir haben dieses Jahr ziemlich viele Kinder zur Welt gebracht. Meine Frau alleine hatte drei Neugeborene. Und nun haben wir nicht genügend Felle und Feuerholz. Hodor? Wie bitte? Egal, wo kann ich Wölfe finden? Wieso eigentlich? Ich wollte das noch ändern. Genau, weil der weiß ja gar nicht, dass er die Felle von den Wölfen haben will. Naja, ich erinnere mich, gestern Quitra-Wölfe im Südosten gesehen zu haben, die besten Felle haben, um sich in den kalten Zeiten, die uns bevorstehen, warm zu halten. Vielleicht solltet ihr eure Suche dort beginnen. Südosten hast du gesagt. Hey, was für ein Zufall ist es. Alter, das ist ja ewig weit weg. Was ist das denn? Voll der Scheiß. Okay, das sollte eigentlich nicht so sein. Normalerweise sollten die so spawnen, dass die nicht ewig so weit weg sind, aber irgendwie scheinbar gibt es zu viele Quests. Also er generiert es eigentlich so, dass er das halt irgendwie guckt, was ist in der Nähe und ist da irgendwas frei in der Nähe und macht dann halt da die Wölfe hin. Oder halt die anderen Questgeber, aber irgendwie war gerade nichts in der Nähe frei offenbar. Und dann hat er halt was 10 Jahre weit weg gemacht. Oh, guck mal hier. Da ist eine Höhle. Das ist sehr gut, da müssen wir sowieso hin. Wir brauchen nämlich Stein. Und wir haben 30 FPS, das ist nicht so viel. Also mit Aufnahme ist es echt schwierig. Na, also ohne Aufnahme läuft es ein bisschen besser, logischerweise. Also hätte ich jetzt wahrscheinlich so 50, 60 FPS. Na, und ich spiele auch in 4K, das macht auch nochmal einiges aus. Na,
Ich kann auch mal. Ich glaube, die Schatten machen halt sehr viel aus. Wenn ich die Schatten mal von hoch auf ausstelle, zum Beispiel, mal direkt hier 50, 60 FPS. Aber machen die mal wieder an. Die sehen eigentlich gar nicht schlecht aus. So. So, jetzt habe ich Kupfer, das brauchte ich. Und Stein. Ach, da brauche ich. Noch ein bisschen Stein brauche ich noch. Warte mal. So, sollte aber reichen. Und jetzt muss ich einmal. Ah, die Werkbank. Werkbank. So. Kann ich hier nämlich jetzt Steinziegel herstellen. 15 Stück. So. Und dann kann ich einen, wo ist er denn da? Einen Schmiedeofen herstellen. So. Okay. Und dann habe ich jetzt, oh, direkt in der Hand. Warte. Machen wir jetzt dahin. Und dann kann ich außerdem noch einen Bruchstein herstellen. Und damit dann Lagerfeuer. So. Okay. Und das Lagerfeuer setzen wir mal dahin. Und jetzt kann ich hier unten nämlich, ich baue nämlich das Lagerfeuer, um was zu kochen, logischerweise. Das ist jetzt hier eine Kochstelle. Wenn ich da so drauf gehe, steht da unten auch Typ Kochstelle. So. Und jetzt kann ich halt Steaks erstellen. So. Was auch gut ist, weil ich habe nämlich Hunger. So. Okay. Ich werde die Sachen immer mitnehmen, ne? Ich kann übrigens noch laufen, während ich esse. So, wir laufen mal schnell darüber. Ich muss irgendwo noch zum, warte mal ganz kurz. Was sagt denn die Karte? Da. Ich gehe jetzt erstmal zum Wasser. Ich brauche nämlich Sand. Und im Wasser ist Sand. Oder am Strand. Am Strand gibt es nicht. Aber am Meeresgrund gibt es Sand. Das ist sehr gut, weil den brauche ich. Alter, da kannst du aber echt weit gucken. Also dafür, das ist schon krass. Guck, also ich kann, guck mal, wie weit ich gucken kann, ja. Schon, und das ist nicht mal die höchste Sichtweite, aber ich stelle das jetzt nicht noch höher, weil das läuft ja noch schlechter, vor allem mit Aufnahme. Ja, jetzt muss ich hier laufen und die Zeit überbrücken. Ja, was soll ich erzählen? Ich habe jetzt halt, keine Ahnung, 10 Monate dran gearbeitet seit dem letzten Video. Ich habe jetzt inzwischen das auf Steam veröffentlicht. Und, dachte ich mir, mal machst du wieder ein neues Video, weil sich halt einiges geändert hat. Und ja, ne, vielleicht interessiert es irgendwen, was ich hier gemacht habe die letzte Zeit. Na, ist auch, wie schon im letzten Video erwähnt, ist das halt ein Grund, warum halt wenige Videos kommen, weil ich halt einfach an dem Spiel hier arbeite. Und inzwischen kannst du halt wirklich viel mehr machen. Das ist schon krass. Also ich habe echt, also die Quests sind, keine Ahnung, gibt es überhaupt irgendwie so prozedural generierte Spiele, wo es so Quests gibt. Ah, das Wasser fließt übrigens auch. Das ist auch neu. Sieht man das? Ja, wenn ich jetzt hier so baue, sieht man es natürlich nicht. Mich greift so ein Mannrevolver. So. Stirb, du Wolf. Los. Können übrigens auch so Dings droppen hier. Guck mal, sogar hier auf dem Wasser ist auch der Schatten. Ne? Kein Wunder, dass es so schlecht läuft. Nein. So, jetzt muss ich immer noch so ewig weit laufen zu diesen Wolfsfällen. Ey, wieso ist das so weit weg? Was ist denn das? Voll der Scheiß. Naja. So. Ja, das habe ich noch eingebaut. Das Crafting? War das damals schon drin? Ja, das war schon drin, glaube ich. Ja, doch, das war schon drin. Das Fliegen zu anderen Planeten war auch schon drin. Was ich geändert habe, die Sonne sieht. Wo ist denn die Sonne? Warte. Von wo kommt der Schatten? Von da. So, wenn man jetzt nicht im Schatten steht, sieht man auch die Sonne. Das ist der Trick dabei. Moment. So, da sieht man Sonne. Die sieht jetzt auch anders aus. Ich lauf mal weg. Hier sind so viele Wölfe. Das ist mir zu blöd. So, aha! Hier ist eine Höhle. Alter, voll die Riesenhöhle. Was zur Hölle? Kann ich hier rüberspringen? Ja, kann ich. Okay. Einfach so eine Höhle. Weißt du, letztes Mal, ich habe übrigens, kann ich auch erzählen. Schon mal ein Video aufgenommen. Letztes Mal? Nee, also ich hatte halt ein Video aufgenommen vor ein paar Tagen oder so. Und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, ist irgendwie voll scheiße geworden. Und ja. Naja, mal abgesehen davon, dass irgendwie alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte. Ich weiß nicht warum. Wenn ich das so spiele, also ich teste das ja selber auch, ne? Wenn ich das so spiele, fallen mir fast nie irgendwie Fehler auf. Und im Let's Play ist einfach alles schief gegangen. Also wirklich, die NPCs haben sich durch die Gegend gebuggt. Das sollte inzwischen gefixt sein.
Also gebuggt ist gut, die haben so ein bisschen geglitscht, wenn sie sind irgendwie rückwärts gelaufen, ich weiß nicht warum. Ich habe mein Licht übrigens noch an, ne? Das ist ein bisschen sinnlos am Tag, aber jetzt wird es eh wieder dunkel. Die NPCs sind durch die Gegend gelaufen, genau, wo ist eigentlich die Sonne? Müsste da irgendwo sein. Sieht man jetzt den Sonnenuntergang? Nee. Nee, leider nicht. Sonne ist zu weit weg, aber hier sind gleich Wölfe in der Nähe. Alter, ich sehe überhaupt nichts, ey. Es ist so dunkel. Unglaublich. Ich brauche definitiv eine bessere Taschenlampe, ey. Was kann ich eigentlich machen, ne? Ich habe ja hier alles mit. Mal, werde ich angegriffen? Da ist der Wolf. Nee, okay, der läuft. Laufen wir jetzt übrigens auch schneller weg, wenn sie halt kommen. Habe ich auch geändert.